Moin moin und herzlich willkommen bei Kite Buddy. Ich bin Dorian und ich möchte gerne mit euch zusammen ein Kiteboard bauen. Wie komme ich überhaupt dazu? Naja, um ehrlich zu sein, schaue ich mich gerade so ein bisschen um. Ich bin jetzt gerade 30 geworden und sitze auf einer Holzkiste und mache Videos, während alle um mich herum gerade am Heiraten sind, am Kinderkriegen sind und irgendwie ein Haus bauen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich will auch was bauen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin einfach vom Hausbau so weit entfernt, das ist total unvorstellbar für mich. Das ist für mich echt Rock'n'Roll, wenn ich ein Haus bauen würde. Aber ein Kiteboard, ich glaube, das kriege ich hin. Und ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Ich will das so machen. Ich werde euch die Links zur Verfügung stellen, wo ihr das Material herbekommt. Ich werde euch meine Schablone, wie ich das Ganze baue, zur Verfügung stellen und natürlich, ich werde in mehreren YouTube-Folgen jeden Schritt einfach mal dokumentieren, euch im Detail versuchen, so gut wie es geht zu erklären und euch so die Möglichkeit geben, das Kiteboard selbst nachzubauen. Und ich glaube, es ist aktuell jetzt gerade, wo Saisonende ist, eine gute Möglichkeit, um einfach mal so ein bisschen die Freizeit so ein bisschen in der Werkstatt zu verbringen und sich mal an sowas mal zu erproben. Und die Challenge ist neben dem Handwerklichen, dass ich ein Budget von 99 Euro habe. Und ich bin mir sicher, dass das Ding nicht untergehen wird. Und ich werde definitiv damit fahren können. Und ich glaube, das kriegt ihr auch hin. Und das Kiteboard, was wir bauen werden, nennt sich ein Alaya-Kiteboard. Das ist so die Urform vom Surfbrett. Und darauf kann man auch kiten. Und ja, ich habe jetzt die Lieferung bekommen von dem Material und wir packen den Kram jetzt einmal mal zusammen aus. Und zwar, hier, guck mal, Messer, richtig gut vorbereitet. Also, apropos Messer, ihr braucht, um das Kiteboard zu bauen, gar kein Hightech-Werkzeug. Ihr braucht eine Stichsäge, ihr braucht ein bisschen Schmirgelpapier und vielleicht einen Hobel und einen Stift. Und, ja, und ein Bier. Und neben Werkzeug braucht ihr natürlich dicke Arme. Wahrscheinlich reicht auch ein geiler Bart oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht ihr ein bisschen Zeit, ein bisschen Werkzeug, aber ganz wichtig ist erstmal das Holz. Und ich habe das Holz, das bekommt ihr auch im Baumarkt, aber dabei handelt es sich irgendwie um so Leimholz. Und dieses Leimholz, ich habe mal mit einem Tischler gesprochen, das ist nicht ganz so geil und das hier ist jetzt ein Holz, da habe ich einen Monat drauf gewartet, das habe ich extra bestellt. Es nennt sich Paulownia-Holz. Und dieses Paulownia-Holz, ich werde nochmal in einer Folge ganz im Detail drauf eingehen, was für Eigenschaften es hat. Aber eins sei schon mal verraten, es ist extremst leicht und deswegen nimmt man das unter anderem für den Kiteboardbau. Ich weiß noch nicht, wie es genau aussehen wird. Es gibt ja, gerade was Holzoptik angeht, da kann man sich ja total drin verlieben, wenn die Dinger schon fast vom Holz aussehen, so geil wie, wie auf einem Segelboot der Boden. Mal gucken, wie das hier jetzt aussieht. Stresst mich jetzt schon mit dem Bauen. Ey, könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Ich bin handwerklich gar nicht mal so der Meister, ne? Ey, sollte mir was passieren, dass ich mir irgendwie mal mit der Säge über den Finger fahre, könnt ihr mir irgendwie ein Bier zuschicken ins Krankenhaus oder sowas? Das wäre echt cool. Und ich hoffe, dass wir weit genug kommen erstmal, bevor mir was passiert. So, das reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, es gibt echt so ein paar Sachen, die man echt als echter Surfer gemacht haben sollte. Und ich glaube, dazu gehört, ey, das Holz sieht richtig, oh, das Holz sieht richtig, ich zeige euch das, das Holz sieht richtig fett aus. Ich hoffe, man kann so ein bisschen die Struktur erkennen in dem Holz. Das ist halt mega schön. Schön hell. Ich habe auch extra, deswegen, das ist so das, wo ich noch nicht so richtig weiß, ob das funktionieren wird. Normalerweise sägt man das Ganze zurecht, man schleift es in die richtige Form, also man shaped es
Und dann packt man Epoxy drauf. Mit Epoxy habe ich noch nicht so viel Erfahrung und ich habe mal mit ein paar Leuten gesprochen aus dem Bootsbau und die haben mir so einen Bootslack empfohlen. Das war halt schon echt ein bisschen teurer, der Lack. Aber der Gedanke dahinter ist, dass die Oberfläche, dass man eine schöne Holzoptik behält und dass die Oberfläche am Glänzen ist. Und deswegen habe ich Bootslack genommen. Ich weiß aber nicht, ob es am Ende an Härte fehlen wird. Und deswegen habe ich auch direkt zwei Platten gekauft. Also zum einen als Backup, falls es schief geht. Sollten beide Holzplatten gut werden, dann werde ich halt eine mit Bootslack machen und eine mit Epoxyharz. Und dann werde ich beide mal testen und dann könnt ihr, und am besten ihr wartet ab, also bis ich fertig bin mit dem Bau, weil dann kann ich euch sagen, was von beiden funktioniert. Oder ihr fangt an, parallel mitzubauen. Ihr kennt das ja. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das YouTube-Video einfach kommentieren. Solltet ihr in der Nähe von Bremerhaven sein, ich habe die Schablone schon fertig, könnt ihr auch gerne vorbeikommen und euch die Schablone ausleihen. Irgendwie nachzeichnen oder sowas und dann könnt ihr das Ganze noch viel schneller nachbauen und noch viel einfacher. So. Es ist jetzt auch so, so ein Video dauert halt immer recht lange, um das zu schneiden. Deswegen ist es für euch vielleicht auch von Vorteil, wenn ihr meine Facebook-Seite folgt, weil ich dann immer so ein bisschen die Fotos veröffentlichen werde auf Facebook, wie weit ich gerade bin und was sich gerade so ergibt. Und da seid ihr dann eher up-to-date als auf YouTube. Dann wird es auf Facebook immer ein paar Fotos geben. Boah, ey, das stresst mich jetzt echt schon. Ich krieg's noch nicht mal ausgepackt. Voll das schöne Holz. Mega geil. Und es ist wirklich, deswegen nimmt man das Holz, weil es extrem leicht ist. Man merkt es auch sofort, dass es wirklich für die Größe, das ist echt nicht viel. Ich kann es schwer schätzen, aber es ist echt nicht viel. Ja, okay, Leute, ihr wisst jetzt, was ich vorhabe. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Ganzen ja folgen und ich würde das echt geil finden, wenn man sich mal irgendwie auf einem Kite-Event trifft und quasi in Kolonne gangstermäßig irgendwie auf den Kiteboards, auf den selbstgebauten Kiteboards einfach mal eine Tour macht oder sowas. Würde ich schon ziemlich geil finden. Also, wenn ihr Bock habt, abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich würde mich freuen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen und ich hoffe, euch macht das Spaß, dabei mal zuzuschauen. Macht's gut, tschüss.